Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Wir hatten ja vor kurzem schon mal für Anton die kleine Smartwatch vorgestellt, die Anio 5. Mit der kann man ja das Kind orten, er kann damit telefonieren. Das hatten wir ja alles in dem Video gezeigt, ich verlinke euch das mal. Da oben ist es, glaube ich. Und ja, aber jetzt gibt es was ganz Neues, denn Anio hat ein kleines neues Modell rausgebracht, die Anio 3, mit der können Kinder ab 3 Jahren spielend leicht die Uhrzeit lernen. Wir haben die mal hier, die zeige ich euch mal. So sieht sie aus. Und wie die ganze Uhr dann kommt, wie sie eingepackt ist und so weiter, das zeigt euch gleich Anton. Papa, hast du nicht was vergessen zu erwähnen? Stimmt. Einen ganz herzlichen Dank an die Firma Anio, die uns nämlich diese Uhr zur Verfügung gestellt hat, um euch dieses Video zu machen. Damit ist es heute auch eine reine Werbesendung, denn Anio hat uns die Uhr gesponsert, dass wir euch sie vorstellen. Und jetzt nochmal, Anton packt jetzt mal die Uhr aus. Viel Spaß. Das ist ja eine schöne Tasche, oder? Mhm. Die sieht ja richtig gut aus. Das ist so eine schöne Filztasche, ne? Ja, ganz schön weich. Fühlt die sich weich an? Ja. Schön, dann mach die doch mal auf. Oh, nochmal eine Tasche. Kleines Säckchen. Das sieht aber gut aus. Was ist da drin? Wow, die sieht ja gut aus. Mhm. Ja, die sieht ja gut aus, oder? Ja. Zieh sie mal an. Oh, das geht ja voll einfach mit dem Armband. Mhm. Super. Und das Armband ist auch ganz schön weich. Ja, richtig schön weich. Mhm. Zeig mal, gib mir mal in die Hand. Das finde ich nämlich schön, dass das Textil ist, ne? Und nicht so wie bei vielen anderen, so ein Silikon- oder Gummiarmband. Das fühlt sich gut an. Das ist wie bei deiner großen Anio-Uhr. Mhm. Nur ein bisschen schmaler ist das Armband in dem Fall, ne? Aber die Uhr ist ja auch ein bisschen kleiner. Das sieht doch super aus. Ja. Kannst du das Ziffernblatt erklären und was die Zeiger bedeuten? Ja. Also, der schwarze Zeiger ist der Stundenzeiger. Der rote Zeiger ist der Minutenzeiger. Und der gelbe Zeiger ist der Sekundenzeiger. Mhm, genau. Sieht man ja auch immer daran, der Sekundenzeiger ist immer der, der sich am allerschnellsten bewegt von allen, ne? Ja. Und der Minutenzeiger, den könnte man theoretisch beim Bewegen beobachten, aber da muss man schon sehr genau und sehr lange hinschauen. Dann haben wir die Stunden natürlich außenrum, ne? Oben angefangen mit der 12. Ja. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 bis rum. Und es gibt sogar eine 24-Stunden-Anzeige, das ist da auf dem kleinen türkisen Feld nochmal, wo dann 13, 14, 15 Uhr und so weiter auch mit abgebildet sind. Wie spät haben wir es dann jetzt? 5 Minuten vor 6. Genau, fast 5 Minuten vor 6. Genau genommen 6 Minuten vor 6. Aber man sagt es ja auch so, ne? Mhm. Sehr gut. Übrigens da unten auf dem ganz äußeren Kranz, sehe ich gerade, das fällt mir gerade so auf, sind sogar die Sekunden bzw. die Minuten nochmal angezeichnet. Da haben wir nämlich zum Beispiel unten unter der 6 steht eine 30. Das heißt, da sind dann 30 Minuten vergangen, wenn die Stunde angefangen hat zum Beispiel. Mhm. Hier kann man sich mit der App ein E-Book runterladen
um die Uhrzeit zu lernen. Das ist auch gleich mit dabei. So, hier haben wir das E-Book, wie bringe ich meinem Kind die Uhr bei? Blätter mal kurz ein bisschen nach unten, bitte. Ups. Genau, das ist so eine Einleitung. Jetzt machen wir ein bisschen weiter. Da geht es um Mika und Mika stellt sich vor. Das ist das erste Kapitel. Da werden Tipps, Material und Co. Dann wird was zur Uhr erzählt. Dann kannst du dir eine Bastel-Uhr bauen, also eine Lernuhr selber basteln. Das ist also wirklich schön. Guck mal hier, das kannst du alles dann ausschneiden. Und dann kannst du das lernen. Hier gibt es dann noch eine Übersicht. Wie viel Uhr es sind, ne, das ist ein Beispiel und dann trägst du das selbst ein, da kannst du also schön die Uhr lernen, das ist gar nicht schlecht. So, mal halbe Stunden und so weiter und so fort. Also ich will das jetzt gar nicht alles hier zeigen, das soll ja dann jeder selber anschauen, aber man hat hier die Möglichkeit, sich, guck mal, die gleiche Uhr, ist das gleiche Ziffernblatt, ist das gut. Sieht gut aus, oder? Mhm. Halt nur ohne Zahlen. Ja, das muss man ja selber basteln.